customs are curious, and their generosity is notoriously short-lived. Ich würde mal sagen, wir kümmern uns mal um Tix und dergleichen. Oh, das ist ganz billig. Und dann würde ich sagen, wir wenden uns mal dem dunkelsten Dungeon zu. Wir haben natürlich alles gemacht, aber ist mir gerade Latte. Das hier finde ich vor allem sehr geil. Jetzt möchte ich aber... Ich werde mich maximal ausrüsten. Ich weiß nicht, ob das Ding gut ist. Ich traue mich nicht, ich verkaufe es jetzt. Wir gehen jetzt in den dunkelsten Dungeon. Ja. Muss reichen. Auf geht's. Once again, the stars are right. Jetzt ergibt das übrigens auch Sinn mit diesen ekstatischen Kultisten. Epicenter of cosmic unrest. Cultists rally to their twisted idols, and great gongs sound in anticipation of the coming sacrifices. Far below, life-laden shadows pulse to the unrelenting rhythm of a beating heart. The blood of the fallen flows ever downward along these titan spires. The creature fattens itself on your failures. So könnten sie von mir jetzt bleiben. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Angreifen können sie ja eh nicht. Slowly, gently. This is how a life is taken. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Der wiederkommen. Ach, das ist eine Bestie. Und ein Scheusal in einem. Der Finger! Der Finger! Surges as the enemy crumbles. The match is struck. A blazing star. Ich bin immer noch überrascht, wie weit unsere Level 0 eigentlich geschafft hatten. Die sind auch alle golden hier. Egal, dass der getroffen wird.
Der braucht ein bisschen Heilung. Mach's dir mal selber kurz. Du machst es ihm auch noch. Das war's mit deinem Schutz. Destroy them all. Ihr seid doch noch Kultisten. Trotz allem. Und so sind sie meinen eigentlich nicht gewachsen. Und Gold ist sowieso so eine Sache. Gold ist viel zu weich, um als Waffe zu dienen, als effektive Waffe zu dienen. Press this advantage. Give them no quarter. As victories mount, so too will resistance. In Radiance may we find victory. Das ist wirklich eine bedrückende Atmosphäre hier. Vom Baum des Schicksals. Das sind die gleichen Sachen, bloß anscheinend stärker immer. Of safety. Dem werden wir gleich mal sein Schild geben. Alle auf ihn, wenn es geht. Schicksalszug. Ach so, ja. Eradicated. Hol ihn trotzdem mal. Todespeitsche. Ach so, die kennen wir auch schon. Das steckt aber locker weg. Aber es ist eine gute Kombination, wenn ich ehrlich bin. Die beiden dann. Machen wir erstmal den weg. Ja, jetzt müsste eigentlich Schuss kriegen langsam. Okay, der ist tot. Great is the weapon that cuts on its own. Success so clearly in view. Ja, ich wollte gerade sagen, es führt bestimmt jetzt zum gleichen. Ich glaube, der Dungeon ist immer gleich aufgebaut. The way is lit. The path is clear. Dann kommt hier jetzt wieder was. Ich denke mal, uns wird in jedem Raum was entgegen gestellt. Kann ich eigentlich nicht sagen, wie weit wir gehen müssen, bis der hier drei Kultistenpriester. Well struck. Wir kriegen hier vor allem keine Erfahrung, wenn wir die Gegner töten. Oh. Das ist ordentlicher Schaden, wenn ich ehrlich bin.
Muss ich echt ein bisschen aufpassen, dass der mir nicht abklappt. Das ist noch ein bisschen Stressschaden. Sehr schön. Ich habe doch Hundeknochen dabei. Ja. Die haben wir vielleicht auch brauchen. Das sieht nicht mal aus wie ein Finger. Als ob er uns mit seinem Penis angreift. Wir kriegen gar nichts, wenn wir die Gegner besiegen hier. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Gut aus dem Schädel auch schön. Oh, das könnte jetzt schon vielleicht... Nee. Also, wenn es sich aufteilt, glaube ich nicht, dass irgendwie das Vieh dabei ist. Und ich möchte nicht... irgendwo reinlaufen mit ein bisschen weniger Licht. Lass mal diesen Kackfinger. Flutschfinger und Tor anscheinend. Nee, 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 nee. Heil ihn lieber. Okay, das bringt absolut gar nichts. Oh. Das ist echt löblich. Bleibt das eigentlich? Okay, töte ihn. Maximal darauf ausgelegt, ihn zu schützen gerade. Dann stirbt bei dem Versuch. Ich mache erstmal die weg. Muss ich auch. Eigentlich sehr ehrbares Ziel, ihn zu sich selbst zu opfern, damit er am Leben bleibt, wenn er wichtig für sie ist. Kanntest du den verfehlen, Mensch? Der war betäubt. So, nochmal rein. Wir kriegen keine keine Gutmachung von Stress. And driven into the mud. Ich muss sagen, ich mag das gar nicht so, wie es hier läuft. Ich wüsste gern, wo das Vieh ist. Wird irgendwo hier in dem Bereich sein, garantiert. Das führt jetzt wahrscheinlich alles zusammen und irgendwo hier wird sein. Ich gucke jetzt noch, wenn es hier nicht ist, dann werde ich das auf jeden Fall lagern. Das ist schlecht, denn die senken jetzt unser Licht. Thank you.
Gut, die kommen wenigstens nicht mehr zum Zug. Autsch. 30 Schaden, das ist so unglaublich viel. Das sollte ich tun, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich ja verhindern, dass er nochmal dran ist. Gut, dass ich alles mitgenommen habe. Ach, Mist. Das ist ein bisschen wenig. Aber es könnte dazu reichen, dass er überlebt. Chuchu! Er wird es nicht mehr lang machen, vom Stress her. Aha! Ist Fies tot? Ja. So unglaublich viel Schaden, den die hier machen. Aber es ist ja der dunkelste Dungeon, da macht das auch ein bisschen Sinn. Der kriegt auf jeden Fall eine Bandage. Seize this momentum. Push on to the task's end. Ich höre das Vieh auf jeden Fall. Nach oben. Irgendwo in dem Bereich hier ist das Vieh. Und ich würde sagen, wir lagern auf jeden Fall. A spark without kindling is a goal without hope. Ich muss was gegen den Stress tun, auf jeden Fall. Passieren kann nichts. Möchte ich vorwärts. Ich bin auf alles vorbereitet. Werden wir sehen. Wir können nichts daran ändern, dass es ins Holzkreuz gegangen ist. Was immer die ganze Nahrung eingepackt hat. Ich könnte dich umarmen. Es wird sich zeigen. Nach dem Aufstand hat er gleich nochmal einen Snack gekriegt. Was ist das denn? Bösartige Wucherung. Bei manchen nennt man sowas Kopf. Misty! Könnte auch sein, dass das Vieh einfach nur blocken soll. Schade. Den Geist verwirrt. Okay, vielleicht doch. Ah, okay, wunderbar. Ich kümmere mich mal um diese Wucherung erstmal. Hexe, da muss weg. Genau deswegen.
Alles Scheusale hier. Dieser Kackfinger. Das Fleisch zerfetzen. Oh. Jetzt wird nichts mehr zerfetzt. A dizzying blow to body and brain. So, du musst die mal heilen. Das ist doch nicht heilen. Das ist nur so tun, als ob. Du machst mal kurz den. Ich brauche noch eine Runde. Und der greift garantiert eh an, weil der jetzt wahrscheinlich verfehlt. Das war auf jeden Fall besser. Noch nicht gut, aber besser. Kannst du die Wurst durchkloppen vielleicht? Ah, perfekt. Dann brauche ich gar nichts mehr machen, dann stirbt er eh. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. This expedition at least promises success. Das gefällt mir echt überhaupt nicht. Vor allem hätte ich auch gedacht, ich werde hier sehr viele Schätze finden, aber ich finde ja einen Scheiß. Was hast du nur gegen den da hinten? Die gehen immer gegen den los. Er dreht gleich durch. Oh nein. Das kann ich hier im dunkelsten Dungeon ja ganz gut gebrauchen. Dein Gejammer wird uns alle ins Verderben stürzen. Ist gut, dass du jetzt vorne stehst übrigens. Ey, das ist so scheiße. Immer er. Die ganze Zeit schon. Kriegt auch noch den Schaden ab. Ich hätte Wachhund machen können, fällt mir gerade ein. Blute. Er ist tot, gut. Das war das denn? Macht nichts. Er ist so oder so verloren, eher. Unforeseen. Unforgiving. Warum haben wir schon weniger Stressschaden eigentlich? Okay. Das ist also der schlurfende Schrecken. Ich hoffe, da kann ich das gleiche wie dieses andere Mistvieh. Impressive. Ich glaube, das Vieh macht dann wahrscheinlich auch wogenden Rückzug. Schwingungen. Keine Ahnung. Das hätte uns Ende sein müssen. Ich weiß es nicht.
Bin ganz ehrlich, da kenne ich mich bei dem Vieh nicht aus. Schlitzen, klingt nett. Ist aber nicht so stark. Ist eigentlich echt okay. Mach mal den da weg. Dieser Pfad führt ins Verderben. Warum? Ja, natürlich. So führt er ins Verderben. Ah. Ich verstehe. Wir dürfen ihn nicht töten, weil dann kommen immer neue. Was macht das jetzt? Wahrscheinlich Stress. Oh, nö, interessant. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Hast du noch die Stärke? Oh, wir haben gar kein Licht, sehe ich gerade. Das ist aber uncool. Schaden. 14 Schaden. Mann, hör auf, den hinter zu schicken. Warum mache ich eigentlich gerade so wenig Schaden mit dem? Der hat doch gar keinen Bonus. Er kriegt jetzt wahrscheinlich einen Herzinfarkt, wenn es so weitergeht. Du kriegst aber erstmal den. Und du kriegst mal den. Warum kannst du nur eins fordern? Das ist voll blöd. Jetzt bringt das wieder durcheinander. Warum bist du immer hinten? Da kann halt überhaupt nichts machen da hinten. Ah, ich habe ihm auch noch das gegeben. Das war vielleicht die beste Idee, die ich machen hatte, die ich überhaupt hatte. Das 50% Schaden ist gut. 30 wäre nicht schlecht. Oder 45 sogar noch besser. Niemand wird verschont. Ach, das war doch er. Vertraue, jetzt habe ich echt nur Heilung. Mal sehen. Vielleicht habe ich jetzt Glück und meiner ist wieder vorne. Oder wird bloß einer hintergetränkt. Das kann natürlich auch sein. Ich verstehe das System nicht. Danke. Super. Danke, du Pisser. Was ist Mädchen droht Gefahr? Es könnte ihn killen. Es tötet ihn. Wir haben gewonnen. Und wir verlieren keinen. Führ du den finalen Schlag aus. Oh, da lebt er auch. Ich dachte, das war's damit. Oh, okay. Und unvernünftig. Ist nicht so schlimm. Danke. Der Schaden ist gering. Den machen wir jetzt fertig. Was ist das denn? Schriftroll des Vorfahren. Triumphant Pride precipitates. Oh, schnell weg hier. Wir sind die Flamme.
Gottlos. Betet und geißelt sich nicht, um Stress zu verringern. Launhaft, okay. Ungeschickt. Oder robust.